Die Eurovapor, eine europäische Vereinigung zur Erhaltung von Dampflokomotiven, bietet am 23. September 2023 eine Dampfzugfahrt von Zürich ins oberschwäbische Bad Waldsee an. Die Zuglok 23058 des aus Konstanz eingetroffenen Sonderzugs wird in Radolfzell zur Weiterfahrt auf der Ablachtalbahn ans andere Ende des Zuges umgesetzt. Über Staringen gelangt der Zug auf der Ablachtalbahn über Stockach und Meßkirch nach Mengen. Nach kurzer Fahrt auf der Donautalbahn wird ab Herbertingen die württembergische Allgäubahn über Aulendorf nach Bad Waldsee befahren. Vor der Rückfahrt wird der Zug am Bahnhof Rossberg abgestellt. Der Zug erreicht Stockach auf dem seit 1996 wieder reaktivierten Streckenabschnitt ab Staringen. Das privatisierte und vorbildlich restaurierte ehemalige Bahnhofsgebäude wurde 1867 errichtet. Auf der jahrelang stillgelegten weiteren Strecke nach Mengen gibt es seit 2021 sonn- und feiertags einen Ausflugsverkehr auf der ansonsten nur gelegentlich von Güterzügen befahrenen Strecke. Die Strecke folgt nun dem Tal der in den Bodensee mündenden Stockacher Ach mit einer Steigung von maximal 17 Promille. Auch der ehemalige Bahnhof Mühlingen-Zotzneck ist längst privatisiert. Der trostlosen Ruine des Bahnhofs Schwattenreute wird der Scheitelpunkt der Strecke und die europäische Wasserscheide zwischen Rhein und Donau erreicht. Hier zweigte die 1987 abgebaute Strecke nach Pfullendorf und Alshausen ab. Hinter diesem Geisterbahnhof auf freiem Feld folgt die Strecke dem zur Donau führenden breiten und flachen Tal der Ablach.
Vorbei an Bichlingen nähert sich der Zug Meßkirch. An der Ablachbrücke bei Göggingen warten wir auf die Durchfahrt des Zuges. 1865 vereinbarten die damals souveränen Staaten Baden, Württemberg und Hohenzollern in Staatsverträgen den Bau einer Bahn von Radolfzell über Meßkirch ins württembergische Mengen, die 1873 fertiggestellt war. Sie sollte Teil einer Fernverbindung von Ulm zum Bodensee und der Schweiz werden, zu der es aber mangels Nachfrage nie kam. Im hohenzollerischen Grauchenwies zweigte einst die 1971 abgebaute 9 Kilometer lange Strecke ins ebenfalls hohenzollerische Sigmaringen ab. Das stattliche und repräsentative Bahnhofsgebäude wurde von der Großherzoglich-Badischen Staatsbahn erbaut. Die Schrankenanlage ist längst außer Betrieb und so muss der Übergang durch einen Posten gesichert werden. Beim Anfahren gibt es erstmal ein kurzes Schleudertrauma, bevor die Fahrt fortgesetzt werden kann. Die Grauchenwieser und Zielfinger Seen, denen die Bahnstrecke folgt, entstanden durch Nassabbau von Kies, der hier und in der Umgebung durch eine eiszeitliche Moräne abgelagert wurde. Der Zug nähert sich Mengen, dem Endpunkt der Ablachtalbahn. Die Stadt an der Mündung der Ablach in die Donau gehörte von 1276 bis 1805 zu Vorderösterreich und war im Mittelalter ein wichtiger Handels- und Verkehrsknotenpunkt. Am Bahnhof Mengen findet gerade eine Kreuzung des Regionalexpress nach Sigmaringen mit dem Interregio-Express nach Aulendorf statt. Danach ist die Einfahrt frei für den Dampfsonderzug,
der hier noch einmal die Ablach überquert. Bevor es auf der Donautalbahn weitergeht, werfen wir noch einen Blick auf die für Personen- und leichte Schnellzüge konzipierte Lok der Baureihe 23. Auf dem Abschnitt zwischen Mengen und Herbertingen kann 23058 bei knapp 100 Stundenkilometer zeigen, was noch in ihr steckt. Über Bad Saulgau und Aulendorf wird auf der württembergischen Allgäubahn der Zielbahnhof Bad Waldsee erreicht. Hinter dem Stadtsee erheben sich als Wahrzeichen der Stadt die Doppeltürme der 1766 barockisierten Stiftskirche St. Peter. Ungewöhnlich sind ihre beiden über Eck angeordneten Türme. Wir streifen durch die Stadt, die fast 500 Jahre lang zum österreichischen Haus Habsburg gehörte. Durch das einzig noch erhaltene Wurzacher Stadttor kehren wir zurück zum Bahnhof. Da es am Bahnhof von Bad Waldsee kein Abstellgleis gibt, muss der Zug bis zur Rückfahrt am nächsten Bahnhof in Rossberg abgestellt werden. Im Bahnhof Rossberg zweigt die 1904 in Betrieb genommene Stichbahn nach Bad Wurzach ab. Die Baureihe 23 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge 1C1 sollte nach dem Zweiten Weltkrieg die alten Länderbahnlokomotiven wie beispielsweise die preußischen P8 ersetzen. Auf der Basis der alten Baureihe 23 von 1941 wurde sie neu entwickelt und zwischen 1950 und 1959 wurden 105 Exemplare an die DB ausgeliefert. 23058 wurde 1955 von Krupp in Essen erbaut und 1975 als letzte Lok dieser Baureihe im Betriebswerk Kreilsheim ausgemustert.
Die Freiwillige Feuerwehr Wolfegg macht sich bereit, die Lok mit Wasser zu versorgen. Nach Durchfahrt der Regionalbahn von Kisleck nach Aulendorf werfen wir einen letzten Blick auf die 23058 und ihren Zug und wünschen für die Rückfahrt über Aulendorf und die Südbahn alles Gute.